Guten Abend und willkommen zur nächsten Folge. Und ja, wir kümmern uns heute Abend um den Eisschnelllauf. Ja, hier haben wir auch 12 Goldmedaillen zu verteilen. Also das sind die meisten Goldmedaillen zusammen mit den Langläufern, die es bei Olympia in Sotschi geben wird. Ja, angefangen fangen die Wettkämpfe mit den 5000 Meter und 3000 Meter Läufen am 8. und 9. Februar an und die Teamverfolgung ist dann ganz zum Schluss dran. Ja, die Niederländer sind hier in dieser Sportart eigentlich ja immer mit die Favoriten. Also das ist wirklich die Paradedisziplin, aber auch eigentlich die einzige Paradedisziplin oder Sportart von den Niederländern hier, was das, was die Winterspiele angeht. Und ich würde mal sagen, wir fangen einfach mal an mit den ersten Disziplinen. Ja, da fangen wir an mit den 5000 Meter der Herren, direkt am 8. Februar um 12.30 Uhr deutscher Zeit. Hier hat der Niederländer Sven Kramer 2010 in Vancouver Gold geholt und er ist auch der große Favorit, was es um 2014 angeht. Und Sven Kramer wird auch bei anderen Disziplinen Favorit sein. Er hätte eigentlich auch in Vancouver noch deutlich mehr holen können, als er gemacht hat, aber da gehe ich noch später drauf ein. Bei den Damen haben wir ein 3000 Meter Rennen. Martina Sablikova aus Tschechien hat hier 2010 Gold geholt und ist auch im Favoritenkreis 2014 zusammen mit Claudia Pechstein. Also zumindest ein, zwei deutsche Athleten, die hier Medaillenhoffnung haben, sind dabei. Die früheren Favoriten, wie zum Beispiel Gunda Niemann-Stirnemann, die sind halt leider nicht mehr da. Also früher war es doch schon aus deutscher Sicht doch deutlich rosiger hier im Eisschnelllauf. Kommen wir zu den nächsten Disziplinen. Das sind die Sprintrennen. Am 10. Februar 500 Meter, da hat Mo Tae-bum aus Korea, also aus Südkorea, Gold geholt und ja, es gibt doch einen großen Favoritenkreis, also gerade aus Japan, den USA, Niederlande, da gibt es wirklich 6, 7 Fahrer, die von den Bestzeiten her wirklich bis auf ein paar Hundertstel gemeinsam sind, also das ist wirklich auch, das kann man nicht sagen, wer da Gewinner sein wird, also ist schon wirklich sehr, sehr schwer. Bei den Damen ist es einfacher, da hat Lee Sang-wa aus dem Südkorea die Nase vorn gehabt 2010 und ist auch für 2014 die große Favoritin. Bei der nächsten Disziplin, über 1000 Meter, ist Shaney Davis aus den USA Favorit. Hat auch 2010 in Vancouver gewonnen und ist eigentlich ziemlich sicher, das ist nämlich seine Paradedisziplin. Also ich bin mir da recht sicher, dass er hier über 1000 Meter Gold holen wird. Bei den Damen hat Christine Nesbitt aus Kanada die Goldene geholt und ja, Favoriten 2014 werden Brittany Bowe und Irene Wüst sein. Irene Wüst ist jetzt auch bei, ja, sobald die Disziplinen länger werden, ist sie dann auch häufiger im Favoritenkreis dabei. Das werdet ihr dann auch sehen. So, kommen wir zu den 1500 Metern. Da hat überraschend Marc Teutert 2010 die Goldmedaille gewonnen, obwohl er noch zusammen mit Sven Kramer im Team quasi rausgeflogen ist. Aber die Medaille hat er sich geholt. Favorit über 1500 Metern in Sotschi wird aber vermutlich Shaney Davis sein, auch wenn Marc Teutert da sicherlich auch ein Wort mitzureden hat. Ja, bei den Damen Irene Wüst, da wird wohl kein Weg dran vorbeigehen. Sie hat 2010 Gold geholt und wird mit Sicherheit dann auch in Sotschi Gold holen. Ja, kommen wir zu den 10.000 Metern. Da haben wir den Koreaner Seung-Hoon Lee, der 2010 in Vancouver Gold gewonnen hat. Ein kleines bisschen glücklich, muss man sagen, denn das war eigentlich so die Story der Olympischen Spiele. Da gab es nämlich einen Wechselfehler bei Kramer, der war schon auf Goldkurs und sein Trainer Gerard K.
Kempkers hat ihn dann auf die Innenbahn statt auf die Außenbahn geschickt. Also einfach ein totaler Flüchtigkeitsfehler. Ihm ist das dann zwischendurch auch schon aufgefallen. Sven Kramer hat das allerdings erst im Ziel bemerkt, als er dann disqualifiziert wurde, hat sich danach dann im Anschluss dann auch direkt von seinem Trainer getrennt. Hätte sonst auch Gold gewonnen, über 10.000 Meter. Also ich glaube, seit 2006 hat er alle Rennen auf dieser Länge gewonnen. Und ja, 2010 dann unglücklich gerade bei den Olympischen Spielen nicht. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass er jetzt 2014 das nochmal nachholen wird und dass er hier ganz, ganz sicher über 10.000 Meter vorne sein wird. Ja, wie bei den bei der 3000 Meter Disziplin ist auch Martina Sablikova 2010 erfolgreich gewesen, hat ihre zweite goldene Medaille geholt in Vancouver. Ja, hier haben wir bei den Favoriten, also ich glaube nicht, dass Martina Sablikova das nochmal wiederholen kann. Da haben wir eher die Irene Wüst, Karin Kleibeuker aus den Niederlanden und die deutsche Claudia Pechstein, also die ist mit Sicherheit auch für ein, zwei Medaillen, gerade über die langen Disziplinen, gut. Ob es jetzt die goldene sein werden, wage ich fast zu bezweifeln, aber man darf hoffen. Also es kann alles bei rumkommen, kommt auch so ein bisschen dann wieder auf die Tagesform an und sieht eigentlich ganz okay aus. Ja, dann haben wir noch die Teamverfolgung. Ja, bei der Teamverfolgung, da haben wir erst Qualifikationsläufe am 21. Februar bei den Herren und bei den Damen um 14.30 Uhr und einen Tag später dann bei den Herren, bei die Finals natürlich, also am 22. Februar um 14.30 Uhr sowohl bei den Herren als auch bei den Damen die Finals. 2010 waren die Kanadier doch recht überraschend vorne und ja, Favoriten werden sein die Niederländer natürlich und die Amerikaner. Die Niederländer haben den olympischen Rekord, den sie halten. Und ja, die Amerikaner sind, wenn ich mich nicht täusche, Weltmeister. Und also zwischen den beiden wird es sich dann entscheiden, wer hier Gold holen wird. Aber ich tippe mal eher auf die Niederländer. Bei den Damen haben übrigens die Deutschen gewonnen. Genauso wie auch in Turin, also 2006 und 2010 hier in der Teamverfolgung die Goldmedaille geholt und haben dann ganz überraschend die Qualifikation verpasst, also sind nicht in der Teamverfolgung dabei, obwohl sie zweimal in Folge den Titel gewonnen haben. Hier haben dann die Niederländer wahrscheinlich dann die Nase vorn und ja, ich denke einfach mal, dass die es machen werden. Also hier können sich die Holländer wahrscheinlich auf 5, 6 Goldene freuen, also und vielleicht sogar noch mehr. Ja, die Wettkämpfe finden alle samt in der Adler Arena in Krasnodar statt. Dies ist 35 Kilometer entfernt von Sotschi. Vor 8000 Zuschauern, da wird es wahrscheinlich dann auch wieder Oranje sein. Und ja, die Arena lässt sich nach den Spielen wie die anderen Stadien oder wie viele andere Stadien auch wieder abbauen und woanders wieder aufbauen. Ja, ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen, Zuhören. Und würde mich doch sehr freuen, wenn ihr dann morgen Abend dann auch wieder dabei seid. Da machen wir dann weiter mit Snowboard. Und ja, wenn es euch gefallen hat, sehr gerne einen Daumen hoch, gerne einen Kommentar. Falls ihr irgendwas anders seht als ich, wie gesagt, das sind alles nur Einschätzungen, könnt ihr gerne Bescheid sagen. Bis dann!